Hallo ihr Lieben, hier ist Brigitte von Stümpelfantasie und dieses Mal direkt zu sehen. Ja? Normalerweise seht ihr immer nur meine Finger und die Projekte, die ich mache, aber heute seht ihr mich mal, weil ich euch unbedingt eine ganz tolle Aktion von Stampin' Up! Näher bringen möchte. Und ich finde, das kann man besser erklären und erzählen, und dann seht ihr auch meine Begeisterung davon, weil ich finde es wirklich cool. Ich habe es gestern Abend gelesen und hätte es am liebsten sofort noch an euch weitergetragen. Genau, und es steht noch nicht mal der Blogbeitrag. Also von daher bin ich jetzt ganz, ganz früh dran und habe gedacht, ich mache das diesmal per Video und war eben auch schon live. Oh Gott, also ich bin, wenn das live ist, ja, da kann, das verzeiht einem halt nichts, gell? Und ich habe es auf Instagram gepostet, wenn ihr es euch mal anschauen wollt. Naja, also ich weiß nicht, ob wir jemals Freunde werden. Ich werde es aber vielleicht hin und wieder mal probieren, live zu gehen. Und vielleicht lässt es dann auch irgendwann nach, dass ich total aufgeregt bin bei solchen Aktionen. Mir reichen ja schon die Videos immer. Aber ja, da kann ich zumindest auf ein Knöpfchen drücken und löschen und nochmal neu starten. Das geht halt beim Live nicht. Aber egal. Also, wichtig ist ja, dass ihr die Informationen kriegt, und vielleicht kennt das der ein oder andere, die ein oder andere, wie das so ist, vor Leuten zu sprechen. Das ist nicht jedermanns Sache, und vor allen Dingen, wenn es so für die Ewigkeit festgehalten ist. Aber meistens ist man ja mit sich selber sowieso kritischer, als andere sind. Genau, also ich erzähle euch jetzt von dem tollen neuen Angebot. Und zwar, dieses Jahr wird Stampin' Up! 35 Jahre alt und feiert es ganz groß. Und gab auch schon verschiedene Aktionen dazu. Und eine Aktion, die jetzt am 3. Oktober startet, ist ein Einstiegsangebot. Wie man sich denken kann, ist die Zahl 35 darin auch vertreten. Und zwar gibt es zwei Optionen zum Einstieg. Ihr wisst es vielleicht, dass es ein Starterpaket gibt. Also ihr könnt ein Starterpaket kaufen, zahlt im Normalfall 129 Euro dafür und dürft euch Produkte im Wert von 175 Euro aussuchen. Bekommt zudem noch Geschäftsmaterialien wie ein Achterpack-Katalog des aktuellen Kataloges. Jetzt ist es wahrscheinlich gerade Herbst-Winter-Katalog und den Jahreskatalog, den es dann im Achterpack dazu gibt. Und genau, und noch ein paar andere Geschäftsmaterialien, wie Bestellformulare, glaube ich, sind dabei. Da bin ich jetzt gerade gar nicht mehr so up to date, was letztendlich alles noch zusätzlich dabei ist. Aber auf jeden Fall wichtig sind die Kataloge, weil die könnt ihr direkt an Freundinnen, Kolleginnen, Bastelinteressierte weitergeben und direkt da mal Werbung für machen. Und egal, ob ihr das als Demo für euch selber nur machen möchtet, also beziehungsweise eigentlich nur als eigenes Hobby, um die Produkte günstiger zu bekommen, oder ob ihr sagt, Mensch, ihr wollt ein paar um euch rum haben, die zwischendurch mal mit euch bestellen und womit ihr dann den Umsatz gut schaffen könnt. Das ist völlig euch selber überlassen. Oder ob ihr sagt, ihr startet voll durch und macht auf Videos, Anleitungsvideos, Tutorials, macht Workshops und wie auch immer. Und auch wenn ihr am Anfang als Hobby-Demo startet, so bin ich zumindest gestartet, also ich wollte es eigentlich nur als Hobby weitermachen, ist halt immer mehr draus geworden, und manchmal lassen sich Sachen auch gar nicht unbedingt planen. Also es kommt dann, wie es kommt, und ich habe auch einen im Team, die das seit Jahren schon nur für sich selber macht und damit total happy ist. Und also es gibt da sowieso kein Muss, sondern jeder so, wie er mag. Genau, also Voraussetzung, dass du Demo bleibst, also werden ist ja erstmal einfach, und dass du Demo bleibst, ist, dass du im Vierteljahr ungefähr, also im Quartal ungefähr, also es gibt so einen internen Verrechnungswert, der die ganzen Währungen in der Welt, wo Stampin' Up! Überall vertreten ist, sozusagen auf einen Nenner bringt. Das sind aber ungefähr 360 Euro im, also Katalog, Preise im Quartal. Das erste Quartal, in dem du einsteigst, zählt nicht mit. Das angefangene Quartal, also es zählt sozusagen das erste volle Quartal. Also solltet ihr jetzt einsteigen am 3. Oktober direkt, zählt das bis zum Ende des Jahres noch nicht, und ihr müsstet sozusagen die 360 Euro sozusagen bis zum 31.03. erbringen.
Ja, und das sollte ja irgendwie machbar sein. Vor allem ist so ein mega Einstiegsangebot. Das Einstiegs-, also dieses Starterpaket zählt noch nicht zum Umsatz dazu. Genau, das waren jetzt erstmal die Basics, aber jetzt wisst ihr ja immer noch nichts von dem Einstiegsangebot. So, da kommen wir jetzt zu. Also, anlässlich des 35-jährigen Jubiläums gibt es zwei Optionen zum Einstieg. Und zwar 35% weniger zu zahlen. Das heißt, ihr zahlt nicht die 129 Euro, sondern nur 83,85 Euro statt 129. Dürft euch aber trotzdem für 175 Euro Produkte aussuchen. Und zwar die, die ihr wollt. Also es gibt, ist nichts Vorgegebenes, sondern ihr dürft euch die Produkte aussuchen, die ihr wollt. Das ist die Option 1. Also sozusagen, ihr investiert weniger, bekommt aber im Prinzip das Gleiche. Genau. Option 2 ist, ihr zahlt den normalen Preis, die 129 Euro, bekommt bei 35% mehr Produkte. Heißt, ihr bekommt Produkte im Wert von 236,25 Euro statt 175. Das heißt, einmal die Option weniger zahlen, aber sozusagen das Gleiche bekommen. Oder Option 2, das Gleiche bezahlen wie normal, aber dafür mehr Produkte bekommen. Das sind beides echt super, super tolle Angebote. Je nachdem kann man gucken, wie lang die Wunschliste ist, die man von Stampin' Up! Produkten hat und wie der Geldbeutel gerade ausschaut. Ich denke, da ist für jeden eine Option dabei. Zusätzlich gibt es natürlich auch noch wieder die Geschäftsmaterialien, also die Kataloge. Und was ganz, ganz wichtig ist, was noch dazu kommt, ihr bekommt kostenlosen Zutritt sozusagen zur Online-Veranstaltung on stage von Stampin' Up!. Die ist alle 2 Jahre zukünftig in Person, also eine Live-Veranstaltung. Aber jetzt im Herbst, jetzt, wo es normal stattfinden würde, ist es eine Online-Veranstaltung. Und die dauert 5 Stunden. Da gibt es auch Aufzeichnungen hinter. Das heißt, wenn ihr an dem Tag keine Zeit haben sollt, könnt ihr euch auch hinter die Aufzeichnung anschauen. Da gibt es alle möglichen Vorführungen, Produkteinführungen von dem Vorschau auf den neuen Frühjahr-Sommer-Katalog, auf den Mini-Katalog, der von Januar bis Mai gültig ist, auf die Celebration. Das ist natürlich mega cool. Das ist einer der ganz, ganz großen Vorteile, wenn man Demo ist, dass man die Produkte vorab schon sieht und auch vorab bestellen kann. Und genau, und da müsstest du dich gar nicht für registrieren, sondern du bist automatisch, wenn du dich in dem Zeitraum vom 3. bis zum 31. Oktober als Demo anmeldest, bist du automatisch registriert. Genau. Also das ist auch noch eine richtig coole Sache. An dem Tag werden wir uns hier im Team Stempelfantasie bei mir treffen, bei mir oder woanders, das steht noch nicht ganz fest, aber auf jeden Fall hier in Landsberg und, oder Umgebung. Und dann gemeinsam das Event anschauen und dann noch was basteln zusätzlich und noch schön gemeinsam essen und ratschen und was man halt sonst immer so im kreativen Team macht. Viel Spaß haben auf jeden Fall, wenn das haben wir immer bei den Teamtreffen und genau, es wäre super schön, wenn du dabei wärst. Und ja, das war dieses, also das ist auf jeden Fall kostenlos dazu. Das kostet normalerweise nämlich 82 Euro, das Event, wenn du das buchst und das bekommst du halt on top oben noch drauf. Also es ist ein ganz, ganz tolles Angebot. Wenn du mal mit dem Gedanken gespielt hast, selber Demo zu werden, dann wäre das ein super Zeitpunkt, um einzusteigen. Vor allem, weil man eigentlich nichts, also nicht eigentlich, sondern man riskiert gar nichts. Also solltest du dann am Ende die 360 Euro ungefähr, muss ich immer dazu sagen, nicht schaffen, dann fällst du halt einfach raus und es passiert gar nichts. Ja, du kannst auch jederzeit wieder neu einsteigen. Aber natürlich würde ich mich freuen, wenn du längerfristig bei mir im Team bist und auch den Spaß hast, den wir anderen alle haben. Ich bin jetzt seit 10 Jahren fast dabei im Oktober. Also im Oktober habe ich 10-jähriges Jubiläum. Das ist Wahnsinn. Ich kenne Stampin' Up! Noch länger, bin dann nach irgendeiner Zeit, zwei Jahre, bin ich tatsächlich dann selber auch eingestiegen. Nee, so lange hat es nicht gedauert. Ich glaube, es war nur maximal 1 Jahr. Und dann bin ich selber eingestiegen und die 10 Jahre sind vergangen wie im Flug. Ich habe total nette Menschen kennengelernt. Gestern war noch ein Teammitglied ganz spontan da, von weiter weg, die sich angekündigt hat und wir haben einen tollen Tag gemeinsam verbracht. Wir hätten uns ohne Stampin' Up! Nie kennengelernt. Also es ist total verrückt. Wir haben ein super nettes Team, treffen uns regelmäßig zu Zoom-Meetings oder auch persönlich, je nachdem, wie es gerade geht.
Aber auch Zoom-Meetings für die, die weiter weg sind und basteln gemeinsam, tauschen uns aus, haben eine WhatsApp-Gruppe, in der wir uns austauschen. Genau, und jeder steht mit Rat und Tat zur Seite, wie er kann, helfen uns gegenseitig aus und haben einfach viel Spaß gemeinsam miteinander. Genau, also wenn du auch Lust darauf hast, dann komm gerne ins Team Stempelfantasie. Ich freue mich riesig. Wir freuen uns alle über den Zuwachs, wenn du dazu kommst. Und ja, überlegst dir einfach mal, du hast vom 3. bis zum 31. Oktober die Möglichkeit, dieses tolle Angebot anzunehmen. Und wenn du Fragen hast oder mich mal persönlich kennenlernen möchtest, wenn du in der Nähe wohnst, können wir uns treffen. Wenn du nicht in der Nähe wohnst, telefonieren wir gerne. Auch per Zoom möglich, alles, um einfach deinen Eindruck zu bekommen. Das persönlich muss ja auch passen, gell? Und also da stehe ich dir jederzeit für Fragen zur Verfügung und mit Rat und Tat zur Seite und wie auch immer. Also, das waren die Neuigkeiten erstmal von dieser Seite und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und euch allen, die es zuschaut. Und lasst es euch gut gehen und bis ganz, ganz bald. Macht's gut, ciao!